Er schwebt. Ich schwebe. Ach, die ich. Beiden. Die einzigen beiden Polizisten in der ganzen Welt. Ja. Ich glaube, du hast beide gesprochen. Ich überlege gerade, wer gerade spricht. Ist das der Kerl mit Hut oder der Kerl mit Bart? Herkule dürfte der Kerl mit Hut sein, glaube ich. Halt! Du gabst es nicht noch einmal. Oh, ganz anders gesprochen. Was machen die hier? Egal. Grau machst du. Scheiße. Ich weiß nicht, das war die schwerste Stimme und ich hab die mir ausgesucht, ne? Ja. Innen der Krypto-Gangster. Eure Pokémon-Pläne haben sich endgültig erledigt. Snow, ist alles in Ordnung? Ich hab's noch was gesprochen. Egal. Pika Pika, nee, sowas ist ein alter Mann. Alte Männer spreche ich. Ich hab den aber gesprochen. Echt? Okay. Egal. Diesmal war ich das halt. Na warte. Hat... Das wirst du noch bereuen, Vigo. Haha. Das nächste Mal kommst du mir nicht davon. Das schwöre ich, so wahr ich der große, in Anführungsstrichen, Endrigo bin. Weil er ist der kleinste in der ganzen Runde. Helikopter. Oh nein, mit einem Helikopter fliehen. Seriously, das ist sowas von Dr. Wily. Mhm. Sowas von. Ja. Adieu, meine Liebe. Denk nicht, ich hätte meine Pläne zur Eroberung der Weltherrschaft mit Krypto-Pokémon schon aufgegeben. Du wirst leise. Was? Du wirst leise. Nicht meine Schuld. Was ist das? Ein Komet. Es scheint, der Plan endet hier. Was? What? Intrigo, du und deine Kompanie sind alle verhaftet! Ich glaube, das ist doch der ältere Kerl. Mir egal. Aber was ist das? Ein Komet! Das ist Ho. Das legendäre Pokémon. Ho. Ho. Tatsächlich, es ist Ho. Wahnsinn. Nicht Ho. Ho. I don't care. Das war der Kerl, den ich so tief und episch gesprochen habe nebenbei. Ja. Gut, dann mach Ho den halt wieder, wenn du willst. Es hat euch wohl die ganze Zeit über beobachtet und heimlich geholfen. Den Eindruck habe ich nicht. Ein Pokémon wie Ho lässt nichts. Dass irgendwelche Schurken Krypto-Pokémon erschaffen. So ist das also. Oh, hat die ganze Zeit über uns gewacht. Kurze Pause. Beste Szene, alle haben hochgeguckt. Die beiden hätten problemlos fliehen können, weil selbst die Polizisten in den Himmel gestarrt haben. Ja. Aber nein, sie schweben nur vor sich hin und sind traurig. Vigo, jetzt ist das tatsächlich alles vorbei. Es ist wirklich viel passiert. Aber jetzt haben sich alle Probleme gelöst. Dank deiner Hilfe, Vigo. Ich sollte aufhören. Senpai. Danke, Vigo. Du hast gekämpft wie ein echter Held. Und zum Schluss gesiegt wie einer. Ich sollte aufhören, so zu sprechen. Das wird mir langsam zu eigen. Seh nur. So nah. Ho. Ich liebe es. Tatsächlich. So nah hab selbst ich es noch nie gesehen. Snow, Vigo. Ende gut. Alles gut. Wirklich. Jetzt ist alles gut. Ein Komet. Ja. Wo ist Lugia? Das erfahren Sie im nächsten Spiel. Ja. Vielleicht. So, wollen wir uns benehmen oder wollen wir über die Credits drüber labern? Gibt es denn schöne Outro-Musik? Ich höre sie nämlich nicht.
Ja, hat irgendwie so ein bisschen was Fluch der Karibik-Stil. Dann schweigen wir mal beide kurz, dann kann ich mal ganz kurz den Ton für mich anmachen bei mir. Okay, ist sehr laggy die Musik, aber die klingt doch sehr episch. Lass uns drüber reden. Okay. Nein. Doch. Nein. Oh. Janma. Okay, Baum. Die Stimme ist mir zu hoch. Plusle. Minon. Plusle, Minon! Das passt ziemlich gut. Hauptsprache in derselben Stimme, bitte. Nope. Stimmt, aber die Tonhöhe stimmt leider. Ja, eben das ist es ja. Roselia übrigens auch. Snow hat mich verdorben. Ja. Palim, Palim. Roselia. Bebt. Hoi, hoi. Hoch das Bein, hoch das Bein. Ja, um beschleunigen. Es ist schön, wenn man keinen Ton hat. Thomas Aldenhöbel und Andrea Jähn. Haben die deutsche... Krok! Willerbart. Lorblatt. Ich hab den Anime lange genug geguckt. Ist ewig her, aber ich weiß immer noch, wie die meisten... Hirashi hat Gedanken... Einfach Gedanken übertragen und machen. Gedanken... Hirashi hat normal geredet. Ihr denkt jetzt also alle Hirashi, oder wie? Mhm. Okay. Hirashi, Hirashi. Suikune, Held der Nation. Ja. Raikou, rüstlos wie immer. Entei war auch noch da irgendwo, ne? Jo. Entei wird vergessen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Jo. Übrigens, kann man sich mal entscheiden, ob Celebi jetzt pink oder grün ist? Pink ist die Shiny-Version. Ah, okay. Möchte ich noch ein Spiel schon speichern? Ja. Ja, machen wir mal. Ja. Können wir machen, ja. So, und was kommt jetzt? Eine Mail kommt jetzt. P-Stern-DA. Der Fernseher blinkt nicht mal. Wow. Tralali, Tralala, neues System bereit. Was? Von Beidas Orkus. Ich hab dem seinen Namen. Ich hab vergessen, wie der Gericht gesprochen hat. Irgendwie so ein Freak, glaube ich, ne? Super nett. Wir, Lenny aus Spiritus und ich, haben ein neues System erstellt. Ab sofort werden Mails von Unterstützung des Kids Network direkt auf deinen P-Stern-Dreher weitergeleitet. Dadurch bekommst du auch gleich viel mehr Infos über Krypto-Pokémon. Viel Spaß. Heißt im Klartext, die Kinder haben einen Mailverteiler gebaut. Ja. Toll, oder? Mhm. So viel dazu also. Heißt auf Deutsch, du darfst noch mehr für uns erledigen, Vigo. Ja. Schau mal auf das Fernsehenteil, ob irgendwas Neues ist. Hallo. Ach, die war ich auch. Mhm. Und nun die Nachrichten. Nein, das ist Snow wieder. Ich kann nur eine Frau schimmern, das ist blöd. Die war nicht ganz so hoch. Behördliche Untersuchungen haben ergeben, dass eine Verbrecherorganisation existiert, die nach der Weltherrschaft strebt. Nicht nur eine, aber diese eine ist momentan aktuell. Es besteht der dringende Verdacht, dass die sich kürzlich häufenden Sichtungen rasender Pokémon mit der Organisation in Zusammenhang stehlen. Wir hoffen, bald mehr Informationen um diese Vorgänge zu erhalten. Immer aus dem Laden raus. Okay. Wir reden nicht mal mit dem Verkäufer, wir gehen einfach direkt aus dem Laden raus. Hey, noch eine Mail. Ja. Wenn die jetzt nicht von Sophos ist, gehe ich heulen. Ich gehe dann mal heulen. Jo. Hat Lenny bis jetzt überhaupt eine Sprechrolle? Ich hab keine Ahnung. Das war der Kerl, der da in diesem komischen Weinsaft stand, der von der Decke getropft ist, oder? Gut möglich.
Ach du einfach mal. Hier gibt's Ärger. Im Kids Network tauchen Infos auf. Oh nein. Unser Verteiler läuft, weißt du? Es läuft. Ein ziemlich verdächtiges Pokémon ist hier in Pyritus gesehen worden. Komm her! Komm her! Los! Mehr Infos hier! Okay. Guter Güter. Eigentlich ist das Hauptspiel doch jetzt vorbei. Können wir nicht einfach aufhören? Theoretisch schon. Wir machen das einfach jetzt als Cliffhanger. Was passiert nach der Mail? Das passiert in der nächsten Folge. Das wird eine Special-Extra-Folge. So. Ja. Oder du machst jetzt einfach mal Resümee und dann mache ich Resümee und in der Zwischenzeit gehen wir schon mal nach Pyritus. Gut, dann fang du an mit deinem Resümee, weil ich kenne mich mit Pokémon ja besser aus. Deswegen wirst du eigentlich anfangen, ach was soll's. Nee, aber ich möchte danach meinen Senf dazugeben können. Ja, ja. Ja, so generell, ne, war schön, war relativ viel Grinderei, wie es für Pokémon üblich ist. Einer der Gründe, warum ich Pokémon nicht so wirklich mag, aber gut. Da kann ich gleich. Dein Geschmack. Die Charaktere waren interessant. Muss man so auszudrücken. Wir haben sie aber auch interessant gemacht, müssen wir sagen. Ja, und davon unglaublich unlogisch. Was hat man noch? Ja, dieses. Das ganze komische Kryptosystem ist. Hat irgendwie was, aber. Ich weiß nicht, dieses nacheinander Attacken freischalten ist schon recht störend gewesen, aber gut. Das ist der Gag von dem Spiel gewesen. Prinzipiell hat es mir gefallen, ja. Nur, dass ich jetzt den komischen Lenny-Kerl nicht finde. Wo ist der? Der ist in Orkus unten. Nee, das war Byte. Die sind beide da unten. Aha. Das sind Nein. Die drei Kinder, die da unten drin sind. Lenny, Orkus, Lenny, Byte und das eine Mädel. Ich meine, sagt der Pyritus, nicht Orkus. Oder sind es wieder so Übersetzungsfehler wie in System Shock? Nicht das. Noch weiter runter, da. Bla 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 bla, komm noch Pyritus, ja. Ja, er ist da gesehen worden, aber Orkus liegt unter Pyritus. Und der Kerl wohnt eben in Orkus. Ich komme kurz bei Grand vorbei, ich glaube, der war da auch irgendwo. War der hier? Ne, das war's Hotel. Boah, war einer weiter vorne. Ah, ja, hier. Ja. Ein großes G drauf. Ja, gut, das sieht auch aus wie ein Pokéball. Die haben sich echt die Mühe gemacht. Nee, das Brett selber. Ah, okay. Das Poster, das war ein Feuerrotblatt grün. Ah, okay. Bist du Lenny? Du bist nicht Lenny, okay. Danny ist immer noch eine weiter unten. Sehr gut, schrei mich nicht so an! Doch, weil du einfach ignorant bist. Nein. Doch. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch und ich mache das, was das Spiel mir sagt. Wenn da steht Pyritus, dann gehe ich nach Pyritus und nicht nach Orkus. Da steht nur, es wurde in Pyritus gesehen. Gut. Meister Miyagi. Dein Resümee? Ja, wenn dein schon fertig ist, okay. Ja, weiß ich was. Hättest du noch erwartet. Krypto-Pokémon sind halt mal wirklich was ganz anderes. Ich finde es interessant, wie sehr es teilweise auf Randomness basiert. An einer Stelle. Nämlich, du hast es einfach, wenn du Igelava wählst und hast Probleme, wenn du egal was anderes wählst. Hä? Erinnerst du dich an dein Tyrakrok, was du gewählt hast, was jetzt nutzlos in der Box rumliegt, weil es scheiße ist? Ja. Mein Igelava wurde zu einem Tornado und war richtig hilfreich. Okay. Auch gegen so Stahlkäfer-Pokémon wie Sherox zum Beispiel sehr gut. Ja. Aber ansonsten, naja, es ist der erste Teil aus der Serie, hat damit seine ganzen Probleme, die es so kennt. Zum Beispiel nicht skippbare Monologe und Dialoge und Analoge und Digitale. Okay. Wo ist Lenny? Das da oben ist Byte, das weiß ich glaube ich noch. Dann steht Lenny vor der Tür. Immer noch bei dem Sendemast. Ist fast möglich, ja. Ja, genau, so komisch Militärkerl. Da ist er doch. Nee, das ist Watt. Oh, wo war Lenny? Ja, ja. Wo ist der eigentlich? Gehst du mal raus und guckst nach? Bist du Lenny? Nein. Wo ist Lenny? Kurze Frage. Hm? Kann es sein, dass
Nein, Moment, Moment. Ich google das jetzt. Wer ist Lenny? Okay. Man zweifelt die Situation erfordert verzweifelte Maßnahmen. Aber du bist bald, ne? Ja, es ist bald. Habe ich gelesen. Ja, ja, vor allem möglichen Leuten Infos und so weiter. Ich lese den jetzt nicht vor. Kobi ist ja gerade beschäftigt. Der schließt die Liste immer noch weiter. Okay. Bist du Lenny? Nein, du bist Chio. Hier, Chips. Ja, ich war im Labor. Waren Chio-Chips oder waren es Tortillas? Und wo ist der Unterschied zwischen Chips und Tortillas? Außer es ist eine Maismehl, das andere Kartoffelmehl ist. Ich höre dir nicht zu. Ich spreche auch eher mit mir selber, spreche ich mit den Zuschauern. Lenny scheint anscheinend doch in dieser komischen Höhle zu sein, in der du warst. Das Problem ist nur, dass du ja mit denen eigentlich gesprochen hast, oder? Nicht mit allen, glaube ich. Nur mit einem, der irgendwie nicht aussah, als wäre er in Lenny. Ach ja, ich muss ja dem UFO erst Bescheid geben, dass es sich in Bewegung setzen muss. Warum braucht man die Box eigentlich da unten hin und nicht aufs UFO drauf? Das ist so unpraktisch. Oh, soll ich das wissen? Nein, da geradeaus hoch. Steht auch irgendwo bei, wo genau in der Höhle da steht? Nö. Das finden wir schon raus, weil ich will eigentlich in spätestens 3 Minuten aufhören. Deswegen. Eigentlich ist es doch auch egal, weil wir müssen den nicht finden, oder? Wir müssen ihn nur finden, weil reden wir mit dem erst in der nächsten Folge. Also, wir werden ihn ansprechen, aber. Ja, ansprechen und dann werden wir in der nächsten Folge das dann ausführen. Ja. Denke ich, vielleicht. Mal schauen. Nein, du bist nicht geradeaus. Links. 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 Da. Links. Hör mir zu, wenn ich mit dir rede. Stadt ist so unübersichtlich. Ja, ja. Ja, beweg dich. Vor allem, wie es gar nicht stört. So. Ach, da ist noch ein anderer Kerl, genau, der vor dem PC. Das sieht aus wie Mädel. Hm, ich weiß. Ach, Lenny. Okay, das war's. Nein, noch nicht. Lenny gefunden. Du wirst noch kurz synchronisieren, danach ist gut. Oh, ihr seid es. Wir haben gerade neue Infos bekommen. Im Eingang von Pyritos gibt es einen Trainer namens Ken, wir kurz mal Kaffee den Krypto-Trainer gehabt haben. Ja, er war selber einer. Okay, weiter. Angeblich hat dieser Trainer ein besonderes Pokémon eingesetzt. Vielleicht solltest du dich auch mal einmal mit diesem Ken unterhalten. Und dafür bin ich jetzt hier gekommen. Ich meine, was soll's. Okay. Gut, dann war's das. Ich setze mich jetzt vor den Rechner und speichere. Arrivederci. Jo.